So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal wieder Kinderüberraschung. Und zwar die brandneue aktuelle Serie, Natoons. Ja, es ist so ein Dreierpaket. Eine Figur ist auf jeden Fall immer in so ein Dreierpaket. Und ihr wisst ja, ich habe ja schon zwei von den Kleinen gezogen. Habe ich auch schon in App aktiviert. Ist natürlich richtig süß. Und natürlich zwei Maxi-Eier sind natürlich viel, viel größer. Der eine oder andere von euch kennt die Videos. Aber nichtsdestotrotz öffne ich jetzt so ein Dreier-Ü-Ei-Pack mit Natoons. Und ich hoffe natürlich, dass ich jetzt Tiere finde, die ich noch nicht hatte und auch in App aktivieren kann. Erste Ei. So, der meine Videos kennt, weiß, was jetzt kommt. Ein Probierstück. Oh. Ich habe heute einen Schokoladenkakao. Darf der nicht zerfallen. Aber lecker wie immer. Das dazu. Ah, meine Seite packen. Erste Ei öffnen und es ist. Oh, ein Fuchs. Ein Füchseli. Ist auf jeden Fall ein Tier, was ich noch nicht habe. Ah, erst so zusammenstecken und dann kommt der Körper. So. Sieht natürlich richtig witzig aus. Packen gleich in App rein. Mal gucken, was er kann. Kommen wir jetzt zum zweiten Ü-Ei. Ziemlich weich. Musste sein. Ah, gehören die auch dazu? Das wäre natürlich richtig krass. Oder? Ja, die gehören auch dazu. Süß, die Eichhörnchenbaby. So, jetzt mal gucken. Das könnte so rum. Und doch die Bauanleitung. Ah, erst das Teil mit den Augen. Dann kommt dieses Teil. Kommt jetzt, hier rein. Dann kommt dieses Teil. So davor. So davor. Jetzt könnte man. Hier so ein bisschen ziehen. Seht ihr das? Rauf und runter den Ast bewegen. Aber muss man es haben? Nein. Zweite Tierchen, was ich gleich einscannen kann. Das dritte und letzte Ei. Noch ein Tierchen. Also ihr habt es jetzt gesehen. In das Dreierpack drei Tiere. Das ist natürlich jetzt richtig cool. Ein Orca-Wal. Klasse. Zusammen, er bewegt sich raus. Oh. Da muss ich mal etwas gucken. Doch, wird einfach so reingesteckt. So. Und dann kommt dieses Teil. Kommt dann hier unten hin, dann kann er auch stehen. Seht ihr das? Perfekt. Aber ihr seht jetzt selber, drei Tierchen zum Aktivieren. Mal eben ganz kurz das Tablet holen, etwas weiter auseinander zoomen.
Und wie gesagt, das App habe ich jetzt ein paar Tage nicht mehr aufgehabt. Nein, wir brauchen keine Geschenke. Wir wollen eins kennen. Fangen wir natürlich mit dem Fuchs jetzt mal an. Wo ist die Kamera? Da. Und? Ja, da ist er. Oh, gibt es auch jetzt ein Outfit von. Selfie brauche ich nicht, bearbeiten auch nicht, okay. Ja. Zurück. Nein, da ist er nicht zurück. Ja, wenn man wieder ein paar Tage spielt, da ist der Fuchs. Ah, oh, ist der süß. Nein, gibt es natürlich jetzt ein Geschenk. Jetzt wollen wir natürlich erstmal die Eichhörnchen. Da ist es. Anziehen. Zurück. Ein später, wir brauchen es noch nicht bewerten. Und jetzt den Orca-Wal. Und dann gucken wir uns mal die Tierchen alle an. Ah, da ist er. Cool. Orca-Wal-Kostüm. So. Nein, später. Jetzt, wo sind die Tierchen? Da sind sie alle. Die neun. Der Orca. Krass. Den Fall, den ich habe. Also sind schon einige Tierchen dabei. Das ist schon mal ganz cool. Aber nichts. Oh, da ist ein Geschenk. Seht ihr das? Mal gucken, was da passiert. Herunterladen. Damit ihr das auch sofort sehen könnt, was dann passiert. Ah, schaut mal. Cool. Hier unten sind jetzt die Tiere, die ich alle hatte. Habt ihr gesehen? Später. Diese Bewertungs immer. Aber ist cool. So, jetzt könnt ihr hier unten aussuchen, welches Tier ich jetzt haben will. Ihr seht schon alle, die sind alle jetzt dabei. Ist ganz cool, aber ich lasse das Rentier. Mega cool, jetzt ist hier. Bei euch seht ihr die ganzen Outfits, die ihr da nehmen könnt. Wir nehmen jetzt auch das Rentier. Ist ja schon wieder in ein paar Wochen soweit. Krass. Aber ihr seht, es funktioniert wunderbar. App an sich, könnt mir ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das Spiel spielt, ob ihr diese auch immer wieder einscannt, ob ihr, ach, ich weiß nicht, oder nur die Überraschungseier und mit den Tieren spielt, obwohl die Tiere selbst finde ich nicht sammelwürdig. Das ist einfach so. Die finde ich wirklich nicht sammelwürdig. Aber ist nett. Nette kleine Geschichte, aber nichtsdestotrotz. Das war's jetzt. Mal wieder von die brandneuen und aktuellen Ü-Ei-Geschichten Natuns. Drei Tiere hatte ich jetzt gezogen. Den Orca, den Fuchs, das Eichhörnchen. Ihr habt gesehen, die Sammlung ist einigermaßen. Ich weiß auch nicht mehr, ob ich davon noch mehr kaufen werde. Es ist nicht so mein Ding. Ich habe es ja nur für euch gemacht, dass ihr seht, was für Tiere drin sind. Hauptsächlich lohnt zu sammeln. Darüber schreibt ihr mir jetzt alles in die Kommentare, wie ihr sie findet, was ihr davon haltet. Und natürlich, ich wollte euch das App zeigen, wie es funktioniert, dass es ziemlich schnell zum Einscannen geht. Auch darüber schreibt ihr mir alles in die Kommentare für mich und alle anderen natürlich. Wie ihr das App findet, nutzt ihr das und so weiter und so fort. Und dann werde ich noch ein einziges Video machen, wenn ihr es wollt,
Weil es gibt ja nicht nur diese Tierchen, habe ich jetzt gesehen, sondern auch die Eiskönigin. Die Tiere, die nutzen genau das gleiche App. Mit der Prinzessin, da kommen andere Tierchen, werde ich natürlich auch anboxen. Ich will es einfach sehen, was da für Tiere drin sind. Wenn ihr Lust zu habt, schreibt es mir in die Kommentare oder lasst einen Daumen hoch da, dann mache ich das Video natürlich schneller. Aber sonst, ich glaube, ein paar Tage wird es dann dauern, wenn ihr keine Lust zu habt. Aber ich bin selbst neugierig, wie die Tiere da drin sind. Aber nichtsdestotrotz, schreibt ihr mir jetzt darüber alles in die Kommentare. Aber das Allerwichtigste natürlich, bleibt gesund, ihr und eure Familien. Und dann, wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.